Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial hier bei Eisenberg Zock zum Thema Transportfieber und Mods. Ja, ich dachte, das sei gar nicht so kompliziert, aber ich kriege so viele Anfragen bei Facebook, bei Steam, in den Kommentaren wird gefragt, ja, wie installiert man denn hier die Mods, dass ich mich fast schon genötigt fühle, halt zum Thema Transportfieber auch noch so ein Tutorial zu machen. Ich habe das ja schon bei Trainfieber gemacht. Gut, fangen wir doch gleich hier mal an bei transportfieber.net. Wir sind hier im Download-Bereich, ihr müsst euch hier einfach anmelden und das Ganze funktioniert eigentlich genau gleich wie bei Trainfieber, zumindest wenn man sie von hier aus nimmt, also die Mods, indem man halt zum Beispiel hier auf diese BR614 klickt, hier runterlädt. Ich empfehle euch, macht am besten irgendwo einen Ordner, der zum Beispiel heißt Transportfieber Downloads und ladet das da rein, dann findet ihr es gleich wieder, dann entzippen. Und wohin ihr das entzippen müsst, das steht eigentlich, wo steht's? Entzippen nach, okay, hier steht's genau nicht. Aber ich blende euch das hier unten jetzt kurz ein und ich werde das auch noch in die Videobeschreibung reinschreiben, wo man das hin entzippen soll, damit das Spiel die Sachen auch findet. Möglichkeit Nummer 2, ganz klar, Steam. Wenn ich hier mal auf Bibliothek gehe, Transportfieber, dann hier Workshop und also einfacher geht es nicht mehr. Einfach, was euch interessiert, zum Beispiel diese Wagen hier, abonnieren. Einfach hier raufklicken, dann lädt die runter und installiert die automatisch. Die sind dann bei euch im Spiel drin. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Knackpunkt. Das ist aber genau gleich wirklich wie bei Trainfieber. Wenn ihr die Mods habt, Transportfieber starten. Das mache ich jetzt gerade mal schnell. Und hier müsst ihr die Mods noch aktivieren. So, hier sind wir bei Trainfieber. Spiel laden. Es lädt und lädt und lädt. Das dauert hier mittlerweile fast am längsten, hier dieses Spielladendingens aufrufen. Da haben wir hier die Mods. Die sind alle aktiv. Sprich, das sind die, welche ihr runtergeladen habt. Jetzt müsst ihr hier auf Plus gehen. Das hier sind die Mods. Also jetzt sind das die verfügbaren, die man hat. Und das sind die, die schon aktiviert sind. So muss ich sagen. Jetzt ist hier bei den verfügbaren. Da sind jetzt die ganzen neuen Mods, die ihr runtergeladen habt. Und wenn ihr die im Spiel drin haben wollt, bei irgendeinem Spielstand, beim neuen, bei einem alten, anklicken, rüberschieben. Mache ich jetzt nicht, da ich die gerade nicht drin haben will. Aber dann ist die hier und dann ist sie aktiviert. Dann Start und dann lädt es mit dieser Mod. Genau wie bei Trainfieber müsst ihr einfach darauf achten, wenn ihr die wieder rausnehmt, dann kann es sein, dass das Spiel dann nicht mehr startet, weil dann diese Mod eben fehlt. Also was ihr hier rüberschiebt, solltet ihr auch da lassen. Ausgenommen so Schneemod zum Beispiel und Frühlingsmods und was es noch alles gibt, die kann man problemlos wieder entfernen. Alle anderen, da bei allen anderen kann es Probleme geben. Sonst noch was zu sagen? Nee, das war's eigentlich schon. Ja, viel Spaß beim Spielen kann ich dann nur noch sagen. Viel Spaß mit den Mods. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann bitte in die Kommentare damit. Ich helfe eigentlich gern, so gut ich kann. Und unsere gute Community, die hilft ja auch immer gerne. Gut, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß bei Transportfieber und den Mods. Tschüss!